Also wir können vorne hin und her schleichen. Wir werden definitiv diesen Spiegel brauchen, weil sonst würde er hier nicht einfach so liegen. Vielleicht einfach jetzt so auf sie zulaufen? Auch nicht. Kommt die wieder? Ich sehe die noch nicht mal. Nee, da fällt mir auch nichts ein. Oh. Von der Seite erstmal hinter den Puppen. Ja. Von der Seite habe ich jetzt probiert. Auf jeden Fall war links schon mal etwas anders als rechts. Da habe ich die Trolle auf jeden Fall noch gesehen. Rechts ist sie irgendwie nicht da, wenn die mich angreift. Die Tür ist auch so komisch nebelig. Ist das, weil ich den Spiegel in der Hand habe? Ist das, wenn ich so mache und dann an dieses scheiß Plastikspiegel. Könnte der mal andersrum fallen? Sind auch so Augen. Aber da macht nichts Licht, dass ich mal irgendwie den Spiegel drauf richten könnte. Irgendwie hat die jetzt länger dafür gebraucht, als ich das Licht anhatte. Typisch groß das Murmeltier. Never ending story. Was soll ich tun? Soll ich mit Kerzen arbeiten? Weglaufen? Ich muss dann irgendwie wieder weglaufen. Oder muss ich in den Raum gehen ohne Spiegel und muss sie in den Raum, wo der Spiegel liegt, reinlocken? Und dann muss sie den kaputt machen. Das machen wir jetzt mal. Wir locken sie hier rein. Nee, aber dann steht sie gar nicht da. Oh, blöd. Aber ich könnte mich hier wieder reinflüchten in den Raum. Ich lege jetzt den Spiegel dahin. So. Dann flüchte ich in den Raum. Zu weit weg, ich muss vorher schon. Da hinten steht man zu weit weg, komischerweise.
ist doch auch blöd. Da muss man ja genau abschätzen. Vielleicht muss ich den auch wieder mitnehmen, den Spiegel. Was ist denn, wenn ich den jetzt wieder hier hinlege? Da steht sie nämlich immer noch da. So, du Arsch. Komm schon. Sie hat es zugemacht. Da ist kein Durchkommen. Weil der Spiegel jetzt da drüben lag. Du machst schon hier Daumen hoch. Ich hab's doch noch gar nicht geschafft. Was hat das mit dem Spiegel auf sich? Das ist zu da. War das gerade eben schon zu, als ich mit Licht gelaufen bin? Spiegel da liegen und lauf mit Licht. Ist so. Das wäre jetzt meine einzige Hoffnung gewesen, dass die dann da durch die Tür prescht und die Spiegel alle sieht. Ich bin ratlos. Oder geht da hinten dann die Tür auf? Die ja jetzt zu ist. Jetzt ist sie zu. Die ist auch zu. Tja, meine Ideen sind am Ende. Es muss doch was mit diesem Spiegel zu tun haben. Ich muss ihn ja mitnehmen, damit sie in dem Raum erscheint. Irgendwie hat sie lustigerweise länger zum Verfolgen gebraucht, als ich den Spiegel habe fallen lassen und Kerze anhatte. Nur wohin laufen wir, wenn ich das tue? No. Muss ich in dem Licht bleiben? Da ist so ein Licht komischerweise da, nur da in dem Raum. Und da ist sie mir komischerweise hinterhergekommen.
Wer schafft das denn beim ersten Mal? Seht ihr, da braucht sie etwas länger. Da macht sie auch dieses. Und was muss ich dann machen? Hier den Spiegel freundlicherweise übergeben. Hier, guck dich an, du bist doch schön. Langweilig. Was soll ich machen? Fallen lassen? Angucken? Ah, jetzt! Nochmal. Steh auf. Müssen wir ein weiteres Licht finden. Ah, verdammt! Boah, da muss man aber. Ist das Endgegner? Ist das Spiel ein Ende? Wow, das ist. Das ist hart. Uah. Bestimmt dreimal wie immer. Rechts, einmal links, einmal Mitte. Steh auf! Mein Gott, du brauchst aber lang. Wie fies. Nochmal. Oh mein Gott. Sie hat öfters Telekinese an ihren Spiegeln ausprobiert, deswegen sind die alle kaputt. Oh, es war aber jetzt eine schwere Geburt. Oh mein Gott, das ist noch nicht vorbei. Was muss ich machen? Muss ich die essen? Oh Leute. Thank you.
habe langsam das Gefühl, dass es berechtigt ist, dass diese komischen, hässlichen Gasthausviecher uns töten wollen. Wir sind das pure Böse. Ja, siehst du, mir auch. Nicht wir haben Angst und wollen entkommen, sondern wir killen hier alles. Was denn jetzt? Aber mega, wieso konnte er sie jetzt alle umbringen und wir sind die ganze Zeit geflohen vor denen? Ach so. Stimmt, der hat jetzt, weil er sie gefressen hat, Telekinese bekommen. Das ist die Erklärung auf meine Frage. Dankeschön. Heftig. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Oh süß, die Zwerge kommen auch wieder. Haben wir denen jetzt irgendwie geholfen oder hatten die auch Angst vor uns? Oh, da oben stand ich noch im Licht. Tatsache! Das ist fertig! Guck ich mal eben auf den Timer. Ja, nochmal. Ungefähr 2,5 Stunden. Das heißt, wir haben auch die vorgeschriebenen 5 Stunden geschafft. Weil ich hatte mal nachgelesen, 5 bis 7 Stunden hatte man dem ersten Teil gegeben. Kann natürlich sein, ich habe jetzt wieder in 5 Stunden das kürzeste durchgespielt. Kann sein, dass wir noch irgendwas hätten entdecken können. DLC. Wahrscheinlich nicht. Was ist denn im DLC? Ist da irgendwie... Lohnt sich das oder sollte ich vielleicht besser den zweiten Teil kaufen? Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal im zweiten Teil, dass wir scheinbar irgendwie... Entweder sind wir die Bösen oder wir haben uns tatsächlich gerecht und haben die Fähigkeit, wenn wir die Leute essen. Aber es ist schon sehr seltsam, dass wir sie gegessen haben. Es ergibt als lieber Mensch keinen Sinn. Aber es ist ja eigentlich auch alles nur ein Traum. So. Halb elf, eine Stunde noch bis Guido kommt. Ach, das ist die Vorgeschichte im DLC. Okay. Ja, dann brauchen wir es, glaube ich, nicht unbedingt, ne? Kann man eher das Geld auf den zweiten Teil sparen.
Ja, schön. Also mir gefallen ja solche, ich glaube, man kann es auch wieder Indie-Game nennen, ne? Ich weiß immer nicht so, wo da die Grenze ist zwischen Indie-Game und richtig und so. Und alles, was für mich so schön kurz ist, so, ne? Das ist für mich immer Indie-Game und ich mag sowas, weil das kann man halt an einem Abend in einem Stream gut durchspielen. Jetzt habe ich ein Spiel, was angeblich auch nicht so lange dauert, was man so an zwei Abenden durchspielen könnte, so wie ich das ja jetzt auch gemacht habe. Brothers of Two Sons. Irgendwas mit Two Sons, Two Brothers, irgendwas sowas. Das hätte ich noch. Beppo hat gesagt, das könnte ich mal spielen. Ich weiß nur, dass es unheimlich kompliziert sein soll mit der Steuerung, weil man die beiden Brüder gleichzeitig steuert. Ori and the Blind Forest. Ich gucke gleich mal in meine Liste. Dieses Ori kommt mir bekannt vor. Entweder habe ich es schon mal irgendwo gesehen oder ich habe es tatsächlich in meiner Steam-Liste. Ich habe einiges noch auf dem Rechner, was ich noch nicht gespielt habe oder was ich angefangen habe. Ich hatte ein Spiel mal angefangen, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, mit so einem Eskimo-Mädchen und einem weißen Fuchs. Und ich habe rausgefunden, dass man das Spiel halt auch zu zweit spielen kann und hatte mir öfters überlegt, so hole ich den Christopher mit ins Boot bei dem Spiel. Das hast du auch durch mit den Brüdern. Ja. Das wäre wahrscheinlich auch was für mich mit den Brüdern. Wir lassen den Abspann auf jeden Fall noch hier durch fliegen. It Takes Two wäre cool. Das sagt mir nichts. Das sagt mir nichts. Aber wir haben halt Limbo, wir haben Inside durchgespielt, wir haben Rain durchgespielt. Little Inferno war auch schön, das habe ich zweimal gespielt. Nein, nicht Edith Finch, sondern ein anderes. War das von denselben Machern? Irgendeins habe ich gespielt, wo ich mir gedacht habe, so Mann, Gott, ist das langweilig. Es war auch so ein bisschen Knobeln. Das habe ich, glaube ich, an der PlayStation sogar. Ich gucke gleich mal alles durch. An der PlayStation habe ich jetzt nur im Moment nicht alle Spiele offen, weil ich im Moment kein PlayStation Plus Mitglied bin und viele Sachen halt wegen der Plus-Mitgliedschaft runtergeladen habe, gratis. Edith Finch war irgendwas mit hier so einen Tod aufklären, glaube ich, ne? Irgendwie so Detektiv-Zeugs, meine ich. Und wo man, glaube ich, auch so ein bisschen sehen konnte, was passiert ist. Man hatte irgendwie so eine Special-Fähigkeit, wenn ich mich recht erinnere. Deine Ratten sind dumm. Warum? Muss meine Meerschweinchen mal morgen oder übermorgen sauber machen. Was ich auch spielen wollte, das war so eine kleine, so ein kleines Mädchen. Wollte so viel spielen und manchmal habe ich irgendwie was vergessen. Eine Geschichte von einer Familie. Ich meine aber irgendwie mich erinnern zu können, da war so ein Detektiv, oder ne? Okay, das waren keine Japaner, das ist irgendwas anderes, was hier. Wang, wang.
Ding Chun, das ist Chinesisch, oder? Bandai Namco? Oh, Korea! Oh, I'm sorry, es waren Koreaner. Kim Lee. Ganz viele Lees. Ah, ne, ist alles einer. Das ist ja eklig. Ein sehr langer Abspann für ein relativ kurzes Spiel. Bandai, ist das nicht irgendwie eine Spielzeugfirma? Und ein Nightmare. Tada!